Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge und... Was war das denn? Frank, ich habe das gesehen. Und was wollte ich gesagt haben? Ja, unsere Aufgabe besteht darin, hole dir die Information mit einem Bohrer. Und ich habe ein bisschen, ich muss zu meiner Verteidigung gestehen, ich habe ein bisschen im Internet gelurkt, weil ich glaube, ich wäre da sonst nicht drauf gekommen. Was wir tun müssen. Wir müssen nochmal dorthin zurück, wo wir quasi ja beim letzten Mal das schöne Space Shuttle verloren haben. Oder beziehungsweise wo wir nur noch das Lenkrad in der Hand hatten. Und ja, gut. Da würde ich sagen, dann düsen wir da mal eben hin. Und dort gibt es auch die Informationen und ich möchte euch damit nicht zu lange auf die Folter spannen, deswegen versuche ich da mal... Ja, ja, Gefriergefahr. Deswegen würde ich sagen, düsen wir da jetzt am besten mal gleich hin. So. Wir haben ja ein bisschen auch hier die Gefahr quasi durch unseren Gefahrenanzug jetzt besser im Griff, was ich sehr schön finde. Würde ich sagen, schaffen wir das in der Folge auf jeden Fall. Und dann bekommen wir auch angezeigt, was das nächste ist. Damit wir so ein bisschen mal Progressivität hier haben im Game. Bisschen Progressive Produktion. So ein bisschen hier was tun. Weil irgendwie passiert hier nichts seit geraumer Zeit. Ich weiß, es ist ein bisschen öde. Aber das Spiel ist ja auch nicht ein Spiel, was man mal eben durchspielt. Also man kann es durchspielen, gehe ich mal von aus. Ich glaube noch nicht mal, dass es ein Unendlich-Game ist. Also ich glaube, man kann es durchspielen. Sage ich jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Weil unsere Aufgabe ist es ja quasi, ja nicht zu entkommen, sondern, ja, evakuiert zu werden. Und, ja, dann schauen wir doch mal. So, wir müssen wieder dahin, wo diese Station war. Ich muss jetzt selber erstmal gucken. Erstmal wärmen wir uns jetzt gleich auf. So, zack, einmal hier oben hin. So, einmal aufwärmen bitte. Da hinten war das, ne, oder? Ich meine, dort war das gewesen. Ich würde den nochmal mitnehmen. Und dann müssen wir das mit einem Schub, müssen wir das schaffen. The presence of such an amount of cooling gel is strange. Such a composition was outdated more than 10 years ago and is not produced on any planet. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich hoffe, wir erfrieren jetzt nicht hier. Das sieht nicht gut aus. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das doch hinbekommen. Vertraut mir. Vertraut mir einfach. Hallo? Ich sehe nichts mehr. Ah, jetzt. Ah. Wir sind nicht zu weit am Außenrand, glaube ich. Ja, ja. Alles gut. Alles bestens. So, jetzt müssen wir da wieder hin. Da war das gewesen, wo das Schiff so abgeschossen hatten, beziehungsweise wo wir das Lenkrad in der Hand hatten und das Schiff drumherum weggeflogen ist. Das war halt mega ulkig. Und dort drin bekommen wir, glaube ich, auch Sauerstoff. Ich hoffe natürlich. Wenn nicht, haben wir echt ein Problem. Und ja, die Information mit einem Bohrer holen. Was soll ich euch sagen? Oh, das könnte knapp werden mit dem Sauerstoff. Oh, ich hätte vielleicht eine Sauerstoffkerze mitnehmen sollen. Oh, fuck. Oh, fuck. Also wenn wir jetzt sterben sollten, dann muss ich nochmal gucken, dass wir nochmal eine Sauerstoffstation irgendwie bauen demnächst. Fuck. Komm, das schaffen wir. Komm, das schaffen wir. Komm, 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 komm. Komm schon. Da oben hin müssen wir, glaube ich, ne? Komm schon. Oh, oh. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Das sieht nicht gut aus. Komm schon. Weil Gesundheit verlieren wir schneller als wie... als wie Sauerstoff. Komm schon, nur da rein, komm, 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 komm! Das schaffst du!
Huha, huha, huha. Hier gibt's Sauerstoff, warum auch immer, keine Ahnung. Puh, hier haben wir beim letzten Mal nämlich hier das repariert. Und dann sind wir quasi hier, da ist noch das Lenkrad. Und wir müssen hier quasi den Bohrer in die Hand nehmen und uns selbst bohren. No, no, I will tell you everything, I swear. Don't do that. What was that? Ich habe ihn angeboten, eine Raumanzüge zu foltern. Ist es eine logische Sache? Nun, ich werde kein Wort mehr darüber sagen. Ich will hoffen. Ja, und jetzt? Okay, let bygones be bygones. I suppose you don't think that a program can be afraid of torture, do you? I don't think it can either. And I'm definitely not hinting that you need to find an engineering shuttle. Das Problem ist, finde das technische Shuttle, wir werden da drüben jetzt nicht mehr hinkommen. You probably need some explanations, which you cannot get, because the corresponding dialogues are absent in the game. Therefore, you won't get any. Denn ohne irgendwelchen Sauerstoff werden wir da jetzt nicht weit kommen. Und ich sehe auch nicht irgendwie, dass wir hier... Fuck. Ich riskiere es. Ich glaube zwar nicht, dass wir da irgendwie... Puh. Es wäre schön, wenn wir irgendwie eine Sauerstoffkerze finden können, dass wir zwischendurch ein bisschen Sauerstoff auftanken. In order to find out how you reduce the radiation, you need to calculate the coordinates of the place where the captain's bridge crashed into the liner. Breath Edge Agency coffins can help us with this. However, we still need to find an engineering shuttle, or even better, the engineer himself. Okay, können wir da rein? There's an engineering shuttle ahead. I wonder how you find everything so quickly. Is okay. Because of my hints. Sauerstoff! Das sieht aus wie eine... Das sieht aus wie ein neues Schatz. Oh, oh, ist der süß! Mürrischer Maulwurf. Oh, ist der niedlich. Der mürrische Maulwurf. Ein Spielzeug aus dem Kollektum Mürres. Im Cartoon war der Maulwurf einen der positiven Charaktere und mochte oft gern Witze. Besonders, wenn er jemanden begräbt. Oh, guck mal, was hier alles gibt. Große Sauerstoffkerze, Blaupause. Oh, nice! Sehr schön. Looks like he was shaving with a chainsaw during the crash. I can find no other explanation for such damage to a spacesuit. We need one that is in good condition, or at least other parts of this one. I'd recommend exploring the area. Schreibtischkalender. Mai, Mittwoch. Nicht der praktischsten Kalender, obwohl es schön ist, dass man dort seine eigenen Bilder ranmachen kann. Ah, oh, okay. Naja, gut. So. Sauerstoffkerzen nehmen wir alles mit. Was haben wir hier schön? Scannen. Ich brauche einen Scanner. Haben wir. Nice, wir haben alles mit. Steuerrad. Blaupausenteil 1 von 4 erhalten. Oh Gott. Wir haben jetzt eine Blaupause fürs Steuerrad. Klebeband nehme ich alles mit. Prozessor benutzen. Oh, wir können hier craften. Das ist ja geil. Nice, Gegenstände. Steuerrad. Seit Jahren versuchen Ingenieure, ein praktisches Raumschiffsteuerung zu entwickeln. Eine Art Joystick. Seltsame Hebel mit Knöpfen und vieles mehr. Das einfache, solide Steuerrad ist jedoch immer noch das Beste. Trotz aller Nachteile ist ein solches Steuerrad extrem zuverlässig und wartungsfreundlich. Krass. Aber unbekannt noch. Große Sauerstoffkerze, Titan und Harz. Davon stelle ich mal eine her. Vorsichtshalber. Krass. So langsam kommen wir ran mit Fahrzeugen. Ich bin sehr gespannt. Was haben wir hier? Veredeltes Metall. Ich nehme alles mit. Achso, Radio. Cool, wir sind also hier auf einer anderen Raumstation. Wir haben hier nochmal eine Möglichkeit quasi... Container. Oh geil, wir haben noch... Oh, wir haben zwei Lager hier. Holy shit. Ich glaube, wir werden demnächst umziehen. Weiß nicht, ob wir hier mit rumfliegen können irgendwann. Das weiß ich nicht. Geil. Also, mega. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzukommen. Finde ein Ingenieurmuster. Das ist da oben. Gar nicht so weit weg. Wir haben noch ein bisschen Sauerstoff dabei, ne? Benutzen. Gibt 200 Sauerstoff, alter Schwede. Krass. Also, heute richtig progressiven Fortschritt hier. Also, heute kann sich keiner beschweren, dass hier nichts zu sehen ist. Unsere Gesundheit ist natürlich im Eimer. Was müssen wir hiermit tun? Was zum Teufel ist das? Ach, da sind noch andere. Oh Gott. Okay, wir müssen das irgendwo finden. Das kann überall hier sein.
Zwischendurch müssen wir ein bisschen Sauerstoff tanken. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Was haben wir hier? Was ist das Schönes? Titankugel, nice! Nice, Titan. Uah! Titan nehme ich mit! Titan können wir gut gebrauchen. Ja, ich habe ja noch eine Sauerstoffkerze. Ich benutze die mal. Also werden wir unseren Sauerstoff noch. Also werden wir noch viel, viel mehr Sauerstoff quasi bekommen. All the interior was torn out by depressurization. Nix, ne? Like there's nothing here. Examine some other debris. Ja, wahrscheinlich. What a strange place. But maybe we can find something useful here. Ja, mal gucken, vielleicht finden wir irgendwas Usefules hier. Not the most useful instrument in space. Was ist das denn? Scannen. Moment, ich scanne das mal. Konnte ich das scannen? Da. Ein Piano. Wow. Hilfe. Unfortunately, this isn't what we're looking for. Although I would think of getting a hand transplant if I were you. Eine yours, it looks like nobody needs them anymore. Eine Ingenieurshand, ganz toll. Ich tank noch mal eben auf. So. Düsen wir erstmal dahin. So. Gut, dass wir so viele Sauerstoffkerzen bekommen. Wir müssen nur bedenken, dass wir auch erst noch mal zurück müssen zu unserer Hauptbase, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Spare oxygen cylinder. You can make a blueprint of the real small oxygen cylinder, which is forbidden to be installed on any non-state suits, including Breath Edge Company funeral suits. Was ist das denn? Plan of the habitation module. Ja, Sauerstoff nicht unbegrenzt. Was zum Teufel ist das denn? Was? Ein verdrehter Teil eines Dünndarms, ein echtes Kunstwerk in der Welt der Verdrehung und gleichzeitig ein extrem nutzloses Objekt. Okay. Aber wir haben... Moment, da ist was am Leuchten. Was ist das? Scannen. Neue Blaupause. Kleines Wohnmodul. Juhu, so langsam wird's interessant. Wohnmodul, geil. Was haben wir da Schönes? Was ist das? So viele Sachen zu entdecken jetzt. Jetzt wird's interessant. Was ist das denn? Was brauchen wir denn hier? Scannen? Sauerstoffflasche. Neue Blaupause. Oha. Dürfen nur nicht übertreiben, hier alles abzuscannen und so, aber ich will jetzt alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ich weiß nicht, ob das unsere neue Base dann wird, was wir da gerade gefunden haben, diese Station. Strahlung, Achtung. Da ist noch ein Fragezeichen. Benutze noch mal eben eine Kerze. Da noch irgendwas? Ja, Strahlung. Was ist das denn hier für ein Kern in der Mitte? Oha. The durability of the engineering modules is impressive. Even such asteroids couldn't crash them. This is it. I wasn't sure if the engineer's legs remained intact, but we were lucky. Unfortunately, due to the security protocol, I cannot tell you that the special magnets built into his engineering boots can be used to illegally open the back panel of Breath Edge coffins. Magnetische Hauptschlüssel. Juhu. Hier ist was mit Fragezeichen. Hallo, Moment, da untersuchen. Reparaturwerkzeug, Blaupause. I have no right to inform you that Breath Edge Agency coffins exchange information with each other concerning obstacles flying by in order to avoid collisions in space. But collecting this information would help determine the trajectory of the captain's bridge, which in turn will determine the coordinates of its collision with the liner. Ja. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es jetzt erstmal dahin. Ich würde gleich nochmal einmal ganz kurz ein bisschen Titan mitnehmen. Weil Titan werden wir, glaube ich, brauchen, jede Menge. Würde ich jetzt mal so frech wie ich bin behaupten. Und wenn wir schon einmal hier sind, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt zurück sollen, öffne ein paar Särge. Lol. 0 von 200? 200 Särge sollen wir öffnen? Willst du mich verarschen? 200 Särge? Ich öffne doch keine 200 Särge. Oh, toll. Ich habe keinen Schaber mehr, ne? Okay. Was haben wir hier? Magnet. Okay, lesen wir uns gleich durch. Ich würde einmal zurückreisen, ganz schnell.
Und dann können wir uns da unten nochmal ein bisschen umgucken. Dann bauen wir uns nochmal so ein paar von den Sauerstoffstationen. Würde ich mal behaupten. Jetzt reisen wir erstmal wieder zurück. Dass wir hier ein paar Sauerstoffstationen hinzimmern, hier so. Und dass wir so Stück für Stück quasi, ja, uns das da in der neuen Station dann gemütlich machen. Weil es, ich glaube, das wird unsere neue Heimatbasis. Bin mir aber nicht sicher. So. Einmal auftanken und wir müssen auch schlafen, weil wegen Gesundheit und so. So, weiter geht's. Welcher ist näher dran? Wir sind alle so weit weg, ne? Ich glaube, irgendwo da. 900 Meter, ne, 600 Meter. Ich glaube, der müsste es sein. Das wird ein bisschen dauern, aber wir haben ja Gott sei Dank noch eine Sauerstoffkerze dabei oder mehrere. Also, geil, große Sauerstoffkerze, mega geil. Und als nächstes, Särge öffnen. Alter Schwede, ob wir den Sarg von unserem... Genau, wir müssen unseren Opa ja finden. Ich glaube, das könnte die Hauptaufgabe sein in dieser Story. Dass wir quasi unseren Opa wiederfinden müssen. Hier sind doch nie im Leben 200... Sind hier wirklich 200 Särge verteilt? Alter Schwede, das... Ja, das könnte lustig werden. Okay, ja gut, dann... Auf jeden Fall haben wir ein Wohnmodul. Ich bin gespannt, ob das überall funktioniert oder generell wie das funktioniert. Ja, lassen wir uns am besten einfach mal überraschen. Aber krass, auf jeden Fall in der Folge jede... Ja gut, das schauen wir aber. Jede Menge Fortschritt. Dann haben wir hier auf jeden Fall jede Menge Fortschritt. Darmhund. Der Ballon heißt nicht wirklich Darmhund. Das ist so. Lul. Okay. Ja, Gefriergefahr, ich weiß. I know. Erstmal den Ballon mitnehmen. So, müssen hier auf... Also ich würde mal schätzen, wir brauchen mindestens 2 bis 3 von den Sauerstoffstationen, damit wir da Stück für Stück mal hinkommen. Die Überflüssigen würde ich vielleicht abbauen wollen. Erstmal. Dass wir so ein paar vielleicht... Obwohl, mal gucken, vielleicht finden wir ja noch irgendwo... Ich glaube, wir brauchen... War das Titan oder... Nee, Aluminium, glaube ich, war das, was wir brauchen, ne? Da müssen wir mal schauen. Irgendwo werden wir bestimmt Aluminium finden. Aber wir werden uns auf jeden Fall erstmal die Blaupausen angucken, was damit jetzt möglich ist. Ich glaube, als nächstes weiß nicht, ob wir vielleicht die Fahrzeuge freischalten oder beziehungsweise, dass wir uns ein Fahrzeug bauen können. Das wäre... Also, Fahrzeug wäre ein Traum. Das wäre ja... Holy shit, das wäre halt mega. Dann kannst du hier richtig rumdüsen und so. Und brauchst dir halt einfach gar keine Gedanken machen. Gut, wahrscheinlich musst du Sauerstoff da drin immer haben, im Tank. Okay, das heißt, der wäre schon mal überflüssig, so ein bisschen. Aber wir haben keinen Schaber. Also heißt es, wir reisen jetzt erstmal zurück. Und dann gucken wir mal, dass wir, da erstmal uns die Blaupausen angucken. Achso, kurz zur Aufnahme. Ich nehme jetzt mit einem neuen Encoder auf. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Encoder hat, das ist hier zum Rendern der Videos, also zur Aufnahme, wie das Video kodiert wird, oder beziehungsweise die Aufnahme kodiert wird. Ich probiere das jetzt gerade mal mit dem NVENC aus, von der Grafikkarte, sodass das Spiel quasi, oder beziehungsweise in Anführungsstrichen, der Rechner entlastet wird, weil es gibt ja diesen X200, schlag mich tot, ich komme jetzt nicht drauf. Und der NVENC ist ideal für Single-Setups, quasi, wenn du einen Rechner hast, wo du drauf spielst und gleichzeitig streamst, ist der NVENC-Encoder eigentlich so das Idealste, sagt man. Weil du ja über die Grafikkarte streamst oder halt aufnimmst mit diesem Encoder und entlastest quasi so das System damit. Und deswegen probiere ich das gerade aus. Soll auch von der Qualität sogar ein bisschen besser sein. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das so ist. Guck mir die Folgen ja auch immer so ein bisschen im Nachhinein nochmal an und alles. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier die Raumstation? Die wird uns gar nicht mehr angezeigt. Die wird uns gar nicht mehr angezeigt hier. LOL. Das heißt also, das ist unsere Station jetzt da unten, oder was? Okay, also müssen wir umziehen, wohlgemerkt.
Also müssen wir wohl umziehen. Aber erstmal pinkel ich eine Runde. So. Lösche deinen Durst. Ja, gleich. Können wir mal machen, ne? Erstmal was trinken. So. Ja, da müssen wir hier ausziehen. Was ist denn mit den Ressourcen? Die müssen wir irgendwann mal abholen, würde ich sagen dann. Dann lass mal gucken, was haben wir denn für Blaupausen? Okay, Essen ist klar, Ausrüstung haben wir bei Sauerstoffflasche. Es gibt nichts mit Hochdruck, womit Sauerstoff gefüllt werden könnte, aber eine solche Flasche hat eine höhere Kapazität als Ballons. Außerdem wird dir keine Angst machen, wenn du sie versehentlich durchbohrst. Kompensator und zweimal Plastik. Okay, ja, da bin ich mal gespannt. Reparaturwerkzeug haben wir jetzt und einen magnetischen Hauptschlüssel. Kompensator. Alkali brauchen wir dafür. Oh, geil. Mega. Also nächste Folge würde ich sogar sagen, wird es richtig spannend. Denn dort werden wir mal schauen, dass wir vielleicht irgendwie Sauerstoffflasche und so alles. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich freue mich auf die neue, auf die nächste Folge und auf weitere. Und hier liegt ganz viel. Wieso liegt denn hier Metall rum? Frank, willst du mir was sagen? Ich weiß gar nicht, warum hier Metall drin liegt. Das Spiel wird immer suspekter. Naja, ich würde mich freuen, wenn wir in der nächsten Folge uns wiedersehen. Und dort dann, werden wir uns mal umschauen, dass wir so langsam dann, mir geht der Sauerstoff und Geduld aus. Aber genug vom ersten, lange Zeit zu überleben. Okay. Nein, aber dann werden wir auf jeden Fall die neuen Blaupausen erstmal einsetzen. Gucken, was wir damit machen können. Und werden demnächst dann natürlich auch umziehen. Nach dahin. Und das wird auf jeden Fall lustig. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. In unserem kleinen Raumstationchen. Und dann schaltet ihr auf jeden Fall wieder ein, wenn es wieder heißt Brief Edge in einer weiteren Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und macht's gut. Tschüss.